Alone. Hallo meine Damen und Herren und willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Es ist ein Indie-Horror-Game, bei dem wir einem Typen dabei helfen, sich in seiner Bude zu verstecken und sich zu schützen vor einer verdächtigen Person. Steht hier so auf Steam. Ja, wer diese verdächtige Person ist, werden wir, denke ich mal, im Laufe des Spiels herausfinden. Ja, ich kam zufällig über einen anderen YouTuber auf das Spiel, habe mir ungefähr 2 oder 3 Minuten bei dem das angesehen und dachte mir, boah geil, ich hätte selber Bock, das zu spielen und habe natürlich aufgehört, bei dem weiterzugucken, ich wollte mich halt nicht spoilern, ne? Und hier sind wir. Alone. Es wurde mit dem RPG Maker gemacht, was mich auch hauptsächlich getriggert hat. Es gab eine Zeit, wo ich selber sehr gerne an dem RPG Maker gearbeitet habe, so in meiner Freizeit, so just for fun halt, ne? Ich glaube, es war der RPG Maker MV gewesen, ich bin mir jetzt gerade unsicher, ist schon eine gewisse Zeit vergangen und das Coole an dem RPG Maker war halt, es ist halt einfach zu verstehen. Man braucht keine großen Programmierkenntnisse, du kommst halt sehr gut mit klar, so für meine Verhältnisse halt auch, ne? Naja, genug geredet, fangen wir mit dem Spiel an. Ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Anstrengender Tag, wie immer. Mein Name ist Yong Chu, 28 Jahre alt. Glücklicher Mann, der seit kurzem eine Freundin hat. Kompanie, also Firmenjunior, Euner, nach manchen Monaten, nach ein paar Datings mit ihr, nach ein paar Monaten. Naja, sie ist nicht die erste. Die letzte Freundin hat mir eine Menge Schwierigkeiten bereitet. Wie auch immer, sie ist die süßeste in meiner ganzen Firma. Ich bin sehr zufrieden, sie als Freundin zu haben. Aber ich bekam einen wichtigen Projekt seit kurzem in der Company, weswegen ich öfters mal über Nacht arbeiten musste, Nachtschichten und auch zu Hause. Selbst heute, nur wegen der Übernachtarbeit, wegen der Nachtschicht, musste ich meinen versprochenen Date mit ihr abbrechen. Canceln, stornieren. Ich wollte so unbedingt dahin. Warum muss das ausgerechnet heute sein? Ah, ich bin so ein blöder Freund für sie. Einer wird bestimmt sehr traurig sein deswegen. Ich werde einen langen Anruf mit ihr haben, wenigstens. Ich werde wenigstens einen langen Anruf mit ihr haben. Okay, ja, der Dude muss eine Nachtschicht einlegen. Boah, ist mega laut auch, ne? Ups. Aber jetzt habe ich so ein bisschen was, scheiße. War jetzt nicht beabsichtigt gewesen. Ich habe gedacht, ich kann schon laufen und habe jetzt ein bisschen was übersprungen. Ja, irgendwas hat er gesehen oder gehört oder sowas und es kommt irgendwo aus dem Haus. Ah, ich habe eine Vermutung. Scheiße, was hat er jetzt mal gesagt? Ich kann nichts lösen, wenn ich nichts sehen kann. Ich brauche Licht. Der bewegt sich von selbst, ne? Ich mache jetzt gerade nichts, ne? Strom aus. Was zum... Warum sind Lichter auf einmal aus? Vielleicht ist der Knopf kaputt. Lass es uns wieder anmachen. So, mit X haben wir Menü. Okay. Man kann auch jetzt schon saven. Würde ich auch direkt machen. Damit wir den langen Opening nochmal lesen müssen. So. Okay.
Ah, okay, nicht mit WASD, ne? Das ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit den Pfeiltasten. Gut, dann machen wir die wieder an. So. Ja, gut. Der Kühlschrank ist fast leer. Genau, ich sollte einen Laden besuchen. Ui, okay, Herd. Ich habe gestern das Geschirr gespült. So, der Waschbecken ist sauber oder so, keine Ahnung, Sink. Vielleicht sollte ich Instant-Platten benutzen nächstes Mal. Also wahrscheinlich so Wegwerfplatten oder sowas. Was sollte ich denn jetzt machen, wenn ich fragen da darf? Kann ich hier rein? Ah, okay. Ist auch alles dunkel. Was ist das denn? So, ich habe ein Telefon, aber niemand ruft mich an. Naja, meine Eltern rufen mich oft an. Was? Brennt das? Oh. Teller und getrocknetes Essen sind eins geworden. Instant Spaghetti, also wahrscheinlich Instant Ramen oder sowas, die ich vor 2 Tagen gegessen habe. Worte können diesen widerlichen Geruch nicht beschreiben. Ach, das ist Gestank. Ich sollte mich darum kümmern. Ich habe die dreckige Platte, den dreckigen Teller aufgehoben. Okay. Lass uns zum Waschbecken gehen. So, Schrank. Voll mit weißen T-Shirts. Rausgucken. Die Straßenlichter leuchten hell. Läuft irgendwas im Fernseher? Nur ein lautes, ein lauter Bildschirm ist da. Es ist eigentlich Zeit für die Testpattern zu erscheinen. Oh, ich mach das aus. Es ist zu laut, ich mache es aus. Einverstanden. So, okay. Aber dann können wir auch direkt wieder ausmachen. Das hier. Ach so. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie ein Eingang zum anderen Raum. Was haben wir da? Uns mal hier ein bisschen um, ne? Ich mache erstmal wieder das Licht an. So ein paar Kartons hatte du noch nicht ausgepackt hier. So, Cardboard-Boxen. Also Kartons, ne? Mit unnütz Zeug drin. Hey, dieser ist schwer. Okay, der ist auch schwer. Kanalisation hier, Gullideckel oder wie nennt man das? Nicht Gullideckel, einfach Kanaldeckel oder weiß nicht, wie man das soll. So, und der ist auch am Brennen. Warum brennt? Oder ist auch ein Gestank? Ich kann es nicht gut von hier sehen. Wahrscheinlich auch Gestank. Oder es brennt, das ist Rauch. Dieser Ort ist die Quelle des Gestanks. Wie dumm von mir, die Tür offen zu lassen. Wenn ich jetzt genau hinsehe, ist es voll mit Wäschen. Mit schmutzigen Wäsche. Mit schmutziger Wäsche. Ich hatte bis jetzt nicht die Chance gehabt, wegen der Nachtschicht sie zu waschen, wahrscheinlich. Ekliger Gestank von Schweiß kommt da raus. Durch Schweiß. Was sollte ich tun? Dank der Nachtschicht kann ich die Waschmaschine nicht laufen lassen. Das machst du tagsüber? Ich mache es am Wochenende. Habe keine andere Wahl. So hat er jetzt einfach stumpf zugemacht. Es könnte den Geruch reduzieren, wenn ich die Tür zumache. Also den Deckel wahrscheinlich, ne? Ja, das war das Zimmer hin gewesen. Warte, machen wir da wieder Licht aus, ne? Wir wollen ja Strom sparen. Wir sind ja sehr ökonomisch hier, ne? Vor allem jetzt auch gerade bei den sehr teuren Strompreisen. Ah, Badezimmer. Okay, auch sehr wichtig. Badewanne voll mit Wasser. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie lange das Wasser da schon steht. Der Wasserdurchfluss ist blockiert schon seit langer Zeit. Boah, ii. Ach, wie auch immer.
Ich werde das am Wochenende deswegen tun. Der Typ lebt sehr, sehr, sag ich mal, offen und locker, mehr oder weniger. Nee, kein Bock zu pinkeln. Ein sehr hübscher Kerl. Aha. Sehr langweiliger Apartment bis jetzt, muss ich so ganz ehrlich sagen. Und hier haben wir wahrscheinlich Büro. Hier arbeiten wir. Es ist voll mit Comics und verschiedenen Files, Daten oder irgend sowas. Wann kommt das neue Band meines Comics raus? Muss den Bücherladen morgen mal nach der Arbeit besuchen. Bucherladen. Okay, da können wir nicht draufklicken. Ein Futon. Ich möchte jetzt noch nicht schlafen. Euna wartet auf mich. Ach, haben wir ein Date oder was mit der? Ist vielleicht diese Euna die verdächtige Person, die uns jagen wird? Verschiedene Bücher und Zeugs ist hier zusammengekrempelt. Ich werde es morgen sauber machen. Alles auf morgen verschoben. Morgen, wenn ich heute nicht kann. Morgen, wann denn dann? Dieser Geruch kommt von irgendwoher. The smell is still coming from somewhere. Ach jo, ich sollte ja Teller waschen, ne? So, dreckige Platte im Waschbecken platziert. So, habe die dreckige Platte sauber gemacht. Sieht aus wie ein neuer jetzt. Wie ein neuer Teller. Ich bin ja gar mal Platte, aber es das heißt eigentlich Teller. Ich sollte diese Art von Arbeit nicht auf später zurückverschieben. Oh, das ist erstmal, dass du was Gutes sagst jetzt bezüglich Sauberkeit. Ah, ich dachte, ich könnte mich zu Hause ein wenig ausruhen. Aber ich habe so viel Hausarbeit zu erledigen. Okay, ich kann mich endlich ausruhen. Lass uns zum Computer gehen. Ich sollte Euna anrufen. Okay. Lass mal sehen. Ist Euna gerade on? Was? Sie ist offline. Ich glaube nicht, dass sie um diese Uhrzeit bereits schläft. Komisch. Es wäre wirklich sehr praktisch, wenn mein Handy nicht kaputt wäre. Kannst nicht mal heile machen, weil ich nicht die Zeit dazu habe. Also ich glaube, der Typ, der verdient echt sehr wenig in seiner Company, ne, in seiner Firma. Wenn ich mir so angucke, die Bude, der kann sich nicht mal ein neues Handy leisten halt, ne? Das ist schon krass. Naja. Die Frage ist halt auch, wie alt er ist, also wie lange der schon, sag ich mal, diese Arbeit ausübt, ne? Ob er jetzt gerade frisch aus dem College kommt oder aus der Schule oder sowas halt oder schon, keine Ahnung, seit 5 oder 10 Jahren dabei ist halt, ne? So, naja, nichts, was ich machen kann. Ich gehe schlafen, nachdem ich ein paar SNS, wahrscheinlich Nachrichten durchgecheckt habe. Hui. Lass mal sehen. Sieht so aus, als ob noch mehr Leute gerade Nachtschicht einlegen. Oh, Symphony hat irgendwas geschrieben. Ich kann nicht auf Gefällt mir drücken. Ich bin viel zu schüchtern dafür. Wo ist denn Symphony? Kein Symphony. Wow. Mitternachtspizza ist wirklich das Beste. Nun möchte ich auch einiges davon. Vielleicht sollte ich mir was bestellen. Ah, da hat der Dude einen da geschrieben. Dark Flame Master. Dark Flame Master, kenne ich das nicht irgendwo aus dem Anime? Dark Flame Master? Bin mir jetzt gerade unsicher. Harmony. Pizza Master. Adam und Jin. Mit den Typen schreibt er gerade. So, jemand Neues hat geschrieben. Madness. Oh, der Verrückte. Boah, es ist Euna. Euna ist Madness.
Warum hat sie mich in SNS kontaktiert? Sie schickt mir auch Nachrichten. Ist es eilig? So, also ich übersetze es mal einfach mal von oben, von dem rechts, das, was wir geschrieben haben halt, ne? Lol. Naja, ich muss jetzt schlafen gehen, es ist schon 4 Uhr. So, da, und die Eune hat darauf geantwortet, hehe, okay, lass uns morgen reden. Der Typ antwortet dann wieder, haha, klar, gute Nacht, Hani. So, und jetzt, die Nachricht ist jetzt wahrscheinlich neu von Euna. Wo bist du gewesen? Ich habe nach dir gesucht. Hani, ist irgendwas passiert? Du bist gerade erst zurückgekommen, oder? Ja, es tut mir leid, ich konnte nicht mit dir ausgehen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Habe an deiner Tür geklopft, ohne es zu wissen. Was? Was? Hat sie vorher schon so mit mir gesprochen? Wahrscheinlich so diese süße Art, so kennt er wahrscheinlich von ihr nicht. Die redet wahrscheinlich ganz anders. Wahrscheinlich so eine Zundere halt, ne? So, es ist irgendwie merkwürdig. Wovon redest du? Wir sind gestern zusammen nach Hause gegangen, weißt du nicht? Weißt du noch? Ah. Was für ein Jammer. Könnte mir noch mehr Zeit holen. Was? Du bist nicht Euna. Wer bist du? Rate mal. Konnte nicht übersetzen. Irgendwas mit, ich bin mit dir in Kontakt getreten oder sowas. Okay, das war nicht Euna gewesen. Da wurde ihr Account wahrscheinlich gehackt oder so. Was ist das, Mann? Ist irgendwas mit Euna passiert? Boah, Alter. Boah. Das hat mich voll erschrocken. Oh, das Geräusch ist so ekelhaft, ne? Ist es ein Stromausfall? Hä? Es ist nur ein Telefonanruf. Aber ein Anruf um diese Uhrzeit? Ist das vielleicht der Kontakt von gerade eben, der Eunas Account gehackt hat? Ich kann nichts sehen, ich sollte langsam gehen. Das Telefon war in dem linken Raum, links von dem Waschbecken. Mit Pfeiltasten muss ich laufen. Okay, das Licht ist komplett weg. Oh, das Geräusch ist voll widerlich, ey. Scheiße. Ich muss ganz ehrlich gerade sagen, wo ich gelesen habe. Mach mal ganz kurz das Telefon sauber. Machen wir erstmal mit dem Telefon, ne? Ich speichere mal gerade. So. Ah! Ich sollte vielleicht besser mehrere Speicherplätze machen, ne? Wobei, hat das überhaupt irgendeinen Einfluss? Ich weiß es gar nicht. Hallo? Hi? Wer bist du? Ich bin es. Ist lange her. Erinnerst du dich an mich? Nee, du erinnerst dich an mich, oder? Du. Du bist der Imposter? Der wahrscheinlich der deinen Account gehackt hat. Woher kennst du meine Telefonnummer? Ist das wichtig? Also das mit der komischen Schrift, das ist gerade die Person, die mir jetzt gerade schreibt, die mir vorhin geschrieben hat, ne? Unter normaler Schrift, da sind wir. Warum genießen wir unsere Wiedervereinigung nicht oder so? Das sagst du merkwürdigen Stimme. Sag nichts Dummes. Beantworte nur meine Fragen. Oder ich rufe die Polizei an. Ah? Warum bist du so sauer? Ist das wegen der Telefonnummer?
1064 irgendwas. What? Was? Du? Woher zum Teufel weißt du, wo ich wohne? Warum sollte ich nicht? Das hast du mir doch gesagt. Ich habe es dir gesagt? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist diese Eune, oder? Die stellt sich jetzt gerade nur so mega dumm und will uns wahrscheinlich töten oder so. Ist so eine Psychopathin oder so, denke ich mal. Ich habe es dir gesagt? Du erkennst mich wirklich nicht wieder? Ah, ja. Wir haben gute Neuigkeiten und schlechte Neuigkeiten. Was möchtest du zuerst hören? Was auch immer, erzähl's mir einfach. Ach, wie langweilig. Na schön. Dann als erstes die schlechte. 512 Alexandros RD. Du weißt, wo das ist, oder? Was? Das ist... wo Euna wohnt. Das ist Euna. Du. Du. Es kann nicht sein. Aber erkennt er... Ja gut, Disordered Voice. Also der hat wahrscheinlich so eine umgestellte Stimme oder so gerade, ne? Oder sie. Deswegen erkennen wir halt nicht, dass es Euna ist wahrscheinlich, oder? Oder ist es nicht Euna? Verstehe ich jetzt gerade was falsch. Oder ist es eine Ex oder sowas? Irgendwie eine Ex. So eine Yandere, wisst ihr? Speak something. Sag irgendwas. Senior. Das war Euna. Euna, bist das du? Euna. Senior, bitte hilf mir. Ha, diese Schlampe. Wann habe ich dir erlaubt zu sagen, hilf mir? Es tut mir leid. Bitte. Hilf mir. Ich will nicht sterben. Tsch. Du hörst mir einfach nicht zu. Selbst am Ende nicht. Stirb einfach. Nein! Nein! Tu das nicht! Stirb! 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 Hilf! Stopp! Stopp! Stopp, du Mother! Könnt ihr selber lesen? Puh. Lass mal sehen. Hallo. Bist du am Leben? Sie ist tot. Ist sie? Du verrückter Psychopath. Mörderschwein. Ich werde dich hier und ich werde dich jetzt töten. Oh, so ist das also. Viel zu stark vielleicht. Ich glaube, die Übersetzung ist auch ein bisschen komisch im Spiel, ne? Wie auch immer, du sollst es jetzt verstehen. Nun. Die zweite, die gute Nachricht. Ich komme als nächstes zu deinem Haus. Was? Glaubst du, dass mir das Angst macht? Ich werde dich eigenhändig töten. Oh, so angsteinflößend. Ich werde nicht mal in der Lage sein, eine Hand an dir zu legen. Ich bin so verängstigt. Wie auch immer, relax. Es gibt nichts Besseres als... sauer zu sein. Du schreist irgendwas aus deinem dummen Gehirn. Glaubst du wirst unverwundet daraus kommen, aus der Sache? Interessant. Was? Wovon redest du?
Ich bin kein Idiot. Get some work done already. Mach endlich ein bisschen Arbeit fertig. Bin mir ziemlich sicher, dass bei dir der Strom ausgefallen ist. Ah, richtig. Check mal den Türgriff bei dir später. Du. Wer zur Hölle bist du? Warum tust du mir und Oina das an? Du kannst erraten, wer ich bin, bevor ich ankomme. Es sollte lustig sein. Genauso wie in den Mystery-Büchern. Bastard. Hehe, danke für das Kompliment. Naja, es ist an der Zeit für mich, zu dir zu kommen. Wie werde ich dich töten? Schneide deinen Bauch auf, reiße die Eingeweide raus. Schneide langsam deine Finger auf wie eine Wurst. Oder ich werde dich einfach zusammenfalten wie sie. Ja, unangenehm. Verrückter Freak. Ich brauche dringend Hilfe. Ich werde später an andere Sachen denken. Warum geht die Tür nicht auf? Das kann nicht sein. Die Arbeit, die dieser Maniak gemacht hat, ist das hier? Also dieser kranke Typ. Ja, die Polizei. Ich werde die Polizei anrufen. Das Telefon geht mit seiner eigenen Batterie. Ist das so ein Telefon? Aber braucht man nicht irgendwie einen Festnetzanschluss oder so? Ist gerade unsicher. Was? Warum geht das nicht? Geht auch nicht. Bitte geh, bitte. Warum? Warum? Warum funktioniert das nicht? Kann es sein? Die Telefonspur. Es wurde von der Außenwelt getrennt. Was ist? Wie? Wie kann das sein? Check deinen Türgriff. Das kann nicht sein. Oder dein Türverschluss oder sowas. Warum passiert das? Warum passiert mir das? Oina. Sie. Direkt vor mir. Diese Schlampe. Warum? Warum? Ich konnte sie nicht beschützen. Ich konnte nicht. Wie? Oh Mann, das geht viel zu schnell. Nur weil sie sich mit mir getroffen hat. Dieser Killer. But how can I? Wie kann ich? Ich will nicht sterben. Warum mich? Busa, würde ich sagen. Busa, mein Freund. Beruhig dich. Ganz genau. Schweres Atmen. Entspann dich. Relax. Alles ist gut. Ich habe noch Zeit. Wieder schweres Atmen. Ganz ruhig. Ich muss einen Weg finden, diesem Verrückten zu entkommen. Wer ist das überhaupt, um überhaupt eine Spur zu haben? Warum tut dieser Kerl das? Ah, shit. Nein. Nein! Mir sollte kalt sein, besonders jetzt zu dieser Zeit. Wenigstens, wenn der Killer meine Nummer kannte.
Könnte eine Chance bestehen, dass ich den Killer kenne? Klassenkameraden, Arbeitskollegen, Cousins. Mist, ich kann es nicht erraten wegen dieser umgestellten Stimme, wegen dieser verstellten Stimme. Ich weiß nicht mal, wie dieser Killer meine Tür blockiert hat und mein Telefon. Hat er einen Partner? Ich weiß es nicht. Ich sollte was tun. Es ist besser, als nur blöd nachzudenken. Ich sollte nach Beweisen über diesen Psycho suchen. Ich habe ein bisschen Zeit, bis dieser Verrückte kommt. Ich sollte so viel Information finden, wie ich finden kann und sollte mich vorbereiten. Und ich brauche etwas, um mich zu verteidigen. Ich muss mich auf die schlimmste Situation vorbereiten. Ich kann nicht sehen, es ist zu dunkel. Ist da eine Kerze in meinem Haus? So, wir können uns wieder bewegen. So, ich wollte noch einmal speichern. So. So, und zufällig haben wir in unserem Schrank eine Kerze gefunden. Sehr gut. Sehr gut, genau das habe ich gebraucht. Aber da ist kein Match. Achso, da wahrscheinlich kein Feuerzeug oder keine Streichhölzer. Wie mache ich es an? Herd kriegen wir auch nicht an, ne? Jetzt. Doch! Wieso geht denn der Herd an? Ohne Stromherd? Oder ist es so ein alter Herd, der über Gas läuft oder sowas? Keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht. Aber wenn... Oder? Ja, weiß ich gar nicht, keine Ahnung. So, angezündete Kerze gefunden. Puh, es ist heller jetzt. Ich weiß nicht, wann der Strom zurückkommt. So, deswegen muss ich mich auf die Kerze verlassen. Irgendjemand, der mir nahe ist. Ich sollte bei meinen Klassenkameraden anfangen. Mein Abschlussalbum sollte irgendwo hier sein. Von jetzt an, deine Ausdauer, die rote Leiste, wird sinken, wenn ich was suche oder durchsuche. Wenn deine Ausdauer auf 0 fällt, wird der Timer um 3 Minuten verkürzt. Wie viel Zeit habe ich denn? Wenn du durch dunkle Räume wanderst, wird deine Sanity, also dein Verstand, die grüne Leiste, auch sinken halt, ne? Es wird auch sinken, wenn du die falsche Wahl triffst. Wenn deine Sanity auf 0 geht, wird sich auch die Zeit um 3 Minuten senken. Du kannst schnell deine Ausdauer und deine Sanity recovern, wenn du by being in a room which temporarily regains power after 8 seconds. By being in a room which temporarily regains power after 8 seconds? Wenn du dich in einem Raum aufhältst, der Strom hat? Nach 8 Sekunden? Hä? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich dachte, wir haben keinen Strom. Du kannst auch deine Stamina und dein Verstand mit Items auffüllen. Oder wenn ich Rest benutze. Was nur einmal benutzt werden kann, okay. Finde heraus, wer der Killer ist. Dann verstecke dich innerhalb 8 Minuten. 8 Minuten Zeit habe ich? Okay. Dann speichere ich hier nochmal, ne? So, es geht los. Alles klar, wir sollen jetzt nach etwas suchen, nach einem Album. Könnte das hier ein Karton sein? Hier könnte ein... Ich konnte nichts finden. Merkwürdig. Ich war mir sehr sicher, dass es hier ist. Das dauert mega lange, ey.
Konnte nichts finden. Okay, hier war nichts. Und der Waschmaschine glaube ich jetzt tatsächlich eher nicht. Ansonsten hier in unserem Büro. Hier Bücherregal. Da könnte ein Album drin sein, ja. Also unser Abschlussalbum. Nix. Waste of time. Okay, hier vielleicht. Papier, oh, warte mal. Ja. Warum ist mein Album hier? Wir haben es gefunden. Ah. Jetzt, wo ich dran denke, ich habe sie alle selbst rausgeholt. Weil ich kurios drüber war, wie meine Klassenkameradin heutzutage, was sie heutzutage halt alle machen. Könnte es einer von denen sein? Lass uns mal checken. Juno. Jun. Tai Hyun. Beom. Hört sich voll koreanisch an, ne? Irgendwie alles, die Namen. Keiner meiner Highschool-Klassenkameraden sieht verdächtig aus. Yuna, Sung, Tae, Jung. Nein, da ist niemand, der was gegen mich hat. Ich hatte eine normale Beziehung mit meinen Freunden in der Mittelschule und Highschool gehabt. Könnte es meine Grundschule sein? Na, glaube ich kaum. Ich glaube nicht, dass irgendjemand so weit gehen würde. Oh, wer weiß. Eigentlich wäre ich der Einzige, der so weit gehen könnte, weil ich damals gemobbt wurde. Also glaube ich, dass meine Klassenkameraden unschuldig sind. Kann an nichts Verdächtiges gedenken. Dann könnte es sein. Friends? Coworkers? Arbeitskollegen? Ja, richtig. Der Killer kannte einer. Also kann es nur einer meiner Arbeitskollegen sein. Die Telefonnummer meiner Arbeitskollegen. Das ist schlecht. Ich kann meinen kaputten mein Handy nicht benutzen. Ah, da ist ein Laptop. Da habe ich die Nummern aufgeschrieben. So, wo könnte es sein? Jetzt muss ich nach dem Laptop suchen. Am Bett vielleicht? Ey, ich habe nur 15 Sanity, Alter. Stamina. Oh, hier ist Licht an. Ah, okay. Ist jemand reingekommen? Warte, ich glaube, ich mal geben ganz kurz auf. Ich glaube, wir schaffen es jetzt sowieso nicht im ersten Run. Tatsächlich, weil... Das Ding ist, ich muss halt alles für euch vorlesen, ne? Und das kostet halt alles Zeit, ne? Die Zeit läuft ja weiter, die bleibt ja nicht stehen. So, wo könnte mein Laptop sein? Vielleicht hier im Schrank? Ja, guck mal nach. Oh, direkt gefunden. Nice. So, habe ein Notebook gefunden. Es ist tief in dem Schrank versteckt. Vor langer Zeit, als ich noch neu bei der Firma war, musste ich mich an meinen Boss und meinen Coworker erinnern. Also habe ich sie alle als Erinnerung hier aufgeschrieben. Traurige Erinnerung. Wie auch immer, lasst uns mal auschecken. So, Kollegenseite. Ah, da ist es. Kango. Dieser Typ sagt schlechte Sachen, wenn er betrunken ist, zu unserem Boss. Kurz darauf wurde er gekündigt. Yontek. Ach, das sind jetzt alles gekündigte Kollegen, ne, die nicht mehr da sind. Er wurde nach einigen Monaten befördert. Also war es schon 3 Monate her, seit wir das letzte Mal geredet haben. Ne, das sind nicht Befeuerte, okay. Yuchang. Dieser Typ war nicht sehr gesprächig. Ich glaube nicht, dass er was gegen mich hatte. Euner. Euner. Ich verdächtige sie ein bisschen. Das könnte alles gespielt gewesen sein, wisst ihr? Dass sie so getan hat, von wegen, dass sie jetzt, dass sie von jemandem umgebracht wurde. Aber wirklich hat sie das, wisst ihr, so eine Psychopathin halt. Alles nur wegen mir. Wenn ich nicht wäre, könnte sie glücklich sein. Es tut mir so schrecklich leid. Ich hätte nie gedacht, dass wir so miteinander Schluss machen würden. Warte. Schluss machen. Schluss machen. Nein, das kann nicht sein. Oder eine Ex vielleicht? Aber selbst dann
Nein. Hat eine Menge Motives. Hat eine Menge gegen mich. Einfach nur mal so gesagt jetzt. Wenn ich korrekt bin, der Killer ist. Ja, woher soll ich das wissen? Reiner, komm. Denk mal richtig nach. Einer ist bereits tot. Das glaubst du, mein Freund. If I'm correct, the killer ist Taehyun. Hä? Wo soll ich denn das wissen? I don't know. Nein, wenn ich aber mehr denke. If I'm correct, the killer. Okay, komm. Soyeon. My former girlfriend, meine alte Ex. Aus der College. So jung. Nun, das Puzzle ist gelöst. Diese Redeart. Und unnormale. Und unnormale. Die ist halt unnormal eifersüchtig. Wenn irgendjemand was gegen mich hätte, dann ist sie es. Okay. Wir sind jetzt der Meinung, dass unsere Ex dahinter steckt. Aber warum? Warum muss sie es sein? Weiß ich nicht, du sagst das doch. Oh, Alter, jetzt habe ich mich kurz erschrocken. Ah! Das Telefon. War das. Te war, war ich nicht von der. Von. War ich nicht. War meine Telefonspur nicht. Offline gewesen, mein Gott. Ist es wieder an? Ich sollte abheben, denke ich. Hallo? Ich bin fast da. Du kannst auf mich zählen. Das ist sie. How is it? Oh, das geht viel zu schnell. So jung, bist du das? Ich bin überrascht, dass du richtig erraten hast. Ja, das ist unsere Ex, Alter. Scheiße. Die andere. Ja, Honey. Das bin ich. So jung. Verdammt, woran denkst du gerade? Da ist eine Linie, die du nicht überschreiten darfst. Warum? Was? Ist irgendwas falsch? Ich liebe dich immer noch sehr. Zeit ist angehalten, ne? Sehe ich gerade. Sie ging auf dich zu. Diese dumme Bitch versuchte mir meine Liebe wegzunehmen. In der Tat. In der Tat, du warst verrückt. Du hast mich gestalkt, als ob es das Richtigste auf der Welt wäre. Hast Kameras in meinem Haus platziert. Vielleicht konnte sie deswegen alles. Hast physikalische. Hast dich mir physikal aufgezwungen, sagen wir einfach mal so. Hast dir mein Terminplan, mein Plan, gesch ja. Oh Mann, das ist so blöd zu übersetzen irgendwie. Du hast dir meinen Terminplan gemerkt, bis zu einem Level, das unnormal war. Hast mir gedroht, mich umzubringen, wenn ich mit dir Schluss machen würde. Du hast sogar schlechte Gerüchte über mich in der Universität im Lauf gelassen. Dass ich ein Player war, der mehrere Frauen verarscht hat. Willst du mich verarschen? Ich habe nur. Ich wollte, dass diese schlechten Männer von dir verschwinden. Männer? Frauen? Ich wurde als Dreck wegen dir bezeichnet. Nur wegen dir. Alle meine Freunde haben mich verlassen. Jeder einzelne von ihnen. Ist das nicht besser so?
Was? Was zur Hölle hast du gerade gesagt? Ich verstehe nicht, was daran falsch ist. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Ich will alles von dir sehen. So habe ich das auch getan. Du bist nicht bei Verstand. Ich hätte dich verstoßen sollen in dem Moment, als du sagtest, dass du mich liebst. Oh, meine Liebe, mein Darling, solche heftigen Wörter oder solche schnellen Wörter oder so. Wer sagt denn sowas zu seiner Freundin? Was? Wer ist meine Freundin? Halt deine verdammte Schnauze, du Freak. Ich habe alles für dich getan. Aber Liebe ist bedeutungslos. Danke. Was? Was bringt dich dazu, mir zu danken? Ich war mir erst unsicher, aber ich habe mich entschieden. Von heute an wirst du meine eigene Puppe sein. Ich werde all deine Eingeweiden extracten. Dann werde ich dich austrocknen. Sie wird uns entweihen. Entweiden. So kann ich dich jede Nacht umarmen. Mein eigener Engel, der nur auf mich guckt. Ah. Es ist wahrlich fantastisch, nur wenn ich es mir vorstelle. Boah, Alter, ist sie krank. Krass. Du. Meinst du das ernst? Es ist alles nur, weil du mich weggeworfen hast. Selbst wenn ich dir näher komme, gehst du immer weiter weg. Shit. Du bist weit über verrückt sein. Das ist es. I'm sick of living you. Of living you? Ach so, mir geht schon dein lebendes Ich auf die Nerven. Ich werde bald da sein. Schon sehr bald. Werde mein toter Liebhaber, nur für mich. Komm bloß nicht her. Was sagst du? Eine Puppe. Eingeweide rausreißen? Was sagt sie da? Verrückt. Sie ist komplett verrückt. Ich muss eine Waffe finden, um mich zu verteidigen. Wenn das so weitergeht, werde ich tot wie ein Käfer sein. Speichern. Speichern. So, wir haben anderthalb Minuten Zeit. Lohnt es sich überhaupt noch weiter zu spielen? Ich glaube, ich muss jetzt nach einer Waffe suchen. Ah, okay. Komm, such mir mal hier. Nichts, was nach Verteidigung aussieht. Eine Zeitverschwendung. Aber ich habe was Praktisches gefunden. Energy Bar. Okay. Kann ich das essen? Nehme ich direkt zu mir? Rest. Achso, das habe ich auch noch. Jo, stimmt. Komm, wieder ein bisschen. Ja, ganz kurz zum Licht, weil. Oh! Da war gerade ein Geist, ne? Ist sie hier langlaufen? Reingelaufen. Was ist denn hier? Ist da irgendwas drin? Ja, mit deinen stinkigen Unterwäschen. Da wird sie vielleicht in Ohnmacht fallen, weil sie so sehr drauf steht. So, nichts gefunden. Komm, hier in den Kartons ist bestimmt irgendwas drin. Ah, ich bin tot. Nichts. Aber.
Sediette, was ist das? Nee. Achso, Sanity. Okay, da sind so Sanity-Pillen wahrscheinlich, ne? Okay, ja, ist vorbei. Noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich liebe dich, Yongchu. Living Puppet. Ist passiert. Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Apropos Errungenschaften, bevor ich wieder spiele gleich. Sekündchen. Wie viele Errungenschaften gibt's hier? Weil mich interessiert das immer wegen den Endings halt, ne? Ob es mehrere Endings gibt, weil eins haben wir jetzt offenbar bekommen, ne? So, Terrible Accident. Killer for the first time. Okay, das haben wir wohl bekommen. Close Call, Complete Ending 2. Ne, wisst ihr was? Ich spiele erstmal weiter. Ich glaube, da sind ein paar Spoiler drin, ne? Die will ich jetzt nicht sehen. So. Also fangen wir wieder von hier an, oder? Das ist zu wenig Zeit, ne? 1,5 Minuten nur. Ich muss alles suchen. Andererseits, wenn ich weiß, wo die Sachen liegen, dann kann ich direkt dahin, wisst ihr? Na, dann bleibe ich erstmal dabei. Ich werde wahrscheinlich noch öfter sterben. Denke ich mal. So. Ist hier irgendwie schon irgendwas? Wir haben irgendwas Vergiftetes. Können wir ja so ins Maul stecken. Nichts. Aber... Energy Bar, okay. Das Feuer anmachen. Nee, glaube ich nicht. Scheiße. Das ist nicht angegangen. Da läuft ein Geist rum, ne? Okay, das Licht geht an, aber wir können es nicht ausmachen. Komm, haben wir hier in unserem Turm irgendwas? Irgendwas müssen wir doch haben. Komm schon. Nichts. Können wir uns eine Waffe bestellen? So ein Instant-Lieferung, weißt du, kommt direkt an. Macht auch nichts. Unterm Bett. Komm, hast du einen Baseballschläger unterm Bett? Wir sind wieder tot, Alter. Nichts. Ja. Boah. Ich glaube, wir werden noch öfter sterben. Okay. Weißt du warum, aber der minimiert immer das Bildschirm. Da habe ich ja schon nachgeguckt, ne? Ey, wo könnte man denn sonst noch eine Waffe haben? Toilette? Gibt es im Klo irgendwas? Ist in der Badewanne irgendwas drin? Aber das würde niemals aus dem... Verdammt, jetzt auch nichts. Im Klo irgendwas? Ist da so ein Kackwurst drin oder sowas? Vielleicht kann ich sie mit Scheiße bewerfen. Könnte aber eine Waffe sein. Wir nehmen unsere Scheiße in die Hand und werfen das auf den Boden und die kommt an und die rutscht darauf aus, wisst ihr? Und stößt den Kopf dabei ein. Ein... Oh! Ziegelstein! Ziegelstein. Also ein... Stein. Brickstone. Ich weiß nicht, was Brickstone heißt. Ziegelstein vielleicht doch. Okay, wir haben was gefunden. Geh in den Raum und sperr die Tür ein. Ich muss mich nur so lange verteidigen, bis die Polizei kommt. Was? Wo würde der Schlüssel sein? Jetzt muss ich nach dem Schlüssel suchen. Also so meint er, ne? Warte, warte mal. Nein, nein! Na gut, wir haben keinen Schlüssel, ne? Das hat jetzt nichts gebracht.
Okay, sie hat uns. Okay, also wir können offenbar. Wenn wir die Tür zumachen, dann weiß sie erstmal nicht, wo wir sind, ne? Oder hab ich da jetzt. Oder war das jetzt einfach nur ein Bug gewesen oder so? Ich weiß nicht. Okay, also wir gehen jetzt als allererstes direkt hier wieder ins Bad, ne? So, da war der. Also. Nehmen wir Steinchen raus. So, Brick gefunden. So, jetzt muss ich den Schlüssel finden. Komm schon, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Oh fuck, wo könnte ein Schlüssel sein? Hier irgendwo? Komm, irgendwo auf dem Schreibtisch. Nix. Scheiße. Hier irgendwo im Regal? Auch nicht. Warte, unterm Bett. Nee, unterm Bett. Oder doch? Ja, ah, keine Ahnung. Komm hier drinnen. Auch kein Key. Ein Kühlschrank. Ich drücke jetzt einfach alles stumpf, random. Da könnte auch bei den Kartons sein, ne? Theoretisch. Warte mal, ich geh mal hier hin. Mach die Tür zu. Ja, ich bin tot wieder. Oh, Schlüssel gefunden, okay. So, Schlüssel gefunden. Na, ja, aber zu spät. Haben wir das zugemacht. Wirklich, so eine Millisekunde hat gefehlt, ey. Okay, aber wir wissen jetzt Bescheid. Alles klar, jetzt packen wir das. So. Erstmal wieder zum Klo. Jetzt reißen wir. So, nix. Nix, 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 nix. Ja, komm, 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 komm. Ah, komm. Laber nicht zu viel, Mann. Dein Leben steht auf dem Spiel. So, dann war das irgendwo hier gewesen, ne? Da läuft ganz halt ein Geist rum. Kann das vielleicht sogar hier? Warum leuchten wir jetzt? Soll ich die Tür nicht ab? Oder diese Türen hier? Ist die jetzt abgeschlossen? Läuft da hin, ne? Und nun warte ich. Versteck dich nicht. Komm raus, komm raus, komm raus. Die Tür. Please, bitte halte das Tor aus. Ich bin fast ausgerutscht. Stirb, du Monster. Die ist ausgerutscht. So, irgendwo ist auf dem rutschigen Fliesen ausgerutscht. Jungs Schul, der seine Chance nicht missen, also nicht verpassen wollte, schlug sie mit dem Stein K.O. Oder schlug mit dem Stein drauf, was sofort zum Tod geführt hat. Okay, sie ist tot. Dieser Fall wurde als Selbstverteidigung-Mörder-Fall gebroadcastet oder öffentlich gemacht oder weiß ich nicht. So, also told that the killed murderer So-Young killed Young-Chun's, Young-Chul's girlfriend, then threatened him with the death afterwards. Okay, also er hat dir noch erzählt, dass die Mörderin So-Young seine Freundin getötet hat und ihn töten wollte. However, unlike it was told to the public, Young Chul couldn't get protected by self-defense in the court, which sentenced him 4 years of imprisonment in the final judgment. Scheiße. Okay. Ja.
es konnte halt nicht bewiesen werden, dass das wirklich nur zu Selbstverteidigungszwecken, dass er sich nur zu Selbstverteidigungszwecken, dass er sie zu Selbstverteidigungszwecken getötet hat. Und deswegen wurde er jetzt wegen fehlenden Beweisen halt für 4 Jahre ins Gefängnis. Also hat eine Gefängnisstrafe bekommen, 4 Jahre. With his criminal record, he couldn't get a job at any companies, which made him suicide after being isolated from the society. Oh, nein, oder? Wegen der kriminellen Akte oder Eintrag oder sowas halt in seiner Akte, konnte er halt keine neue Arbeit finden. Und das führt halt dazu, dass er sich selbst umgebracht hat, nach einiger Zeit. Jetzt ist Ende. Die Kategorie der Selbstverteidigung. Geil. Okay. Ja, die Kategorie der Selbstverteidigung. Das hört sich gut an. Nicht schlecht. Aber das ist ja voll das scheiß Ende gewesen. Aber das war das vierte Ende. Viertes Ende. Heißt, es gibt mehr Endings? Was ist, wenn ich mich jetzt in einem anderen Raum verstecken würde? Kann ich das rausspringen? Einmal eben. Auch cooles Bild, finde ich. So, beeilen wir uns mal. Kann ich hier ein bisschen schneller laufen? Nein, kann ich nicht. Okay. Komm. Aber das dauert immer so lange, ne? So. Jetzt als nächstes Schlüssel noch, nicht vergessen, ne? Ganz wichtig. Leute, ich glaube, der Geist, der hier rumläuft, das ist die Euna. Die hilft uns wahrscheinlich, die gibt uns irgendwelche Hinweise oder sowas, denke ich mal. Weil die sagt, nee, ich soll hier hinlaufen, ne? So, dann schließen wir mal ab. Okay. Jetzt warten wir. Versteck dich nicht. Komm raus. Die Tür. Bitte halt es aus. Warte, das Fenster. Ich könnte durch das Fenster entkommen. Das ist eine gute Idee. Aber das ist der vierte Flur. Das ist eine scheiß Idee. Nein. Meine Beine zu verlieren ist viel, viel besser als jetzt zu sterben. Die! Ah! Er ist durchs Fenster gesprungen, aus dem vierten Stock. Yong Chul, who was desperate, jumped through the window. Friends side saw Yong chased after him, but soon got arrested by police who heard the ruckus. Also, der Yong Chul, der seiner Sache sehr sicher war, selbstbewusst halt, durch das Fenster zu springen. Also sprang selbstbewusst durch das Fenster, so, stopp, Punkt. Halt, ne? Die Soyong, seine Ex, ist ihm hinterher, aber wurde von der Polizei gefasst. Halt, ne? Die das wohl mitbekommen haben. Yong Chul hat seine Beine und seine. Oh, der ist querschnittsgelähmt, ne? Ja, seine Beine und seine Wirbelsäule sind gebrochen. Was halt dazu geführt hat, dass er jetzt querschnittsgelähmt ist. Aber es hat sein Leben gerettet. The case was broadcast as killer girl who suffered mental illness, which also told that the victim Oina was found as a horrible corpse. Oh, Oina, die arme Oina. Ich habe erst gedacht, sie wäre es gewesen, aber sie war es nicht. Es tut mir leid, Oina. Du bist eine ganz gute, du wolltest uns helfen. So, der Fall wurde als Killermädchen, die eine mentale Krankheit erleidet. Abgestempelt. So. Was auch erzählt, was in dem auch drin steht, dass Euna in einem sehr schrecklichen Zustand gefunden wurde, also ihre Leiche. The final judgment. Soyoung was sentenced to 15 years of imprisonment. Nur 15 Jahre? Also das finale Gericht, also der Gerichtsbeschluss hat halt kam zum Entschluss, dass sie halt für 15 Jahre ins Gefängnis muss. Aber das ist sau wenig eigentlich. Ich habe gedacht, so für immer. Sie hat jemanden umgebracht und halt kurz davor gewesen, einen zweiten umzubringen halt, ne? Oder irgendwie Todesstrafe oder sowas, hätte ich jetzt irgendwie damit gerechnet. Weiß ich nicht, krass, nur 15 Jahre, komm. Kommst du nach 15 Jahren raus und dann, ja. Und wir sind querschnittsgelähmt. Dann kann sie nach 15 Jahren wieder zu uns kommen, wisst ihr?
So on SNS it was issued as Yandere murder case IRL. Even making a charity campaign for the victims, Young Chul and Oina, but it ended without reaching the goal. Okay, es wurde wohl irgendwie so eine Charity-Campaign gestartet halt, ne? Die für die beiden, also für die beiden Opfer halt, den beiden was Gutes bringen soll, aber es war wohl erfolglos oder so. Young Chul had a few years of inpatient treatment for rehabilitation. Oh, da fehlt glaube ich was. Extreme PTSD consumed him, ending his life as suicide in a hospital. Der hat sich wieder umgebracht. Scheiße. Ja, der Young Chul hatte halt ein paar Jahre, also der war halt auf ein paar Jahren auf Rehabilitierung gewesen, also auf, ja, Rehabilitierung, sagt man doch so, ne? Und ja, der hat, ich weiß nicht, was PTSD ist, auf jeden Fall irgendwas Psychisches wahrscheinlich oder sowas halt, ne? Und er hat sich wohl selbst sein Leben genommen im Krankenhaus. Drittes Ende. The Choice of the Corner Threat. Die Entscheidung einer eingeengten Ratte oder irgendwie sowas. Das Ding ist, wisst ihr, ich verstehe jedes Wort auf Englisch. Ich kann wirklich alles an sich, ne? Ich habe da ein Riesenproblem mit, aber zu übersetzen. Das Ding ist halt, ich versuche das immer wörtlich zu übersetzen, aber das ist halt der Fehler, das darf ich nicht machen. Ich muss den Text grob durchlesen und das halt übersetzen halt. Ich bin darin überhaupt nicht gut, ne? Ich gebe mir mal mein Bestes, das so gut wie möglich zu übersetzen halt, aber das hört sich mal richtig an wie Käse, wisst ihr? So. Und diese werden wir jetzt alle natürlich machen. Komm schnell. Okay. Jetzt machen wir mal das hier als nächstes, okay? Diesen Raum hier. Und wir beeilen uns jetzt auch erstmal direkt. So. Young Chul, versteck dich nicht. Versteck dich nicht. Komm raus, komm raus. Ah gut, das kennt ihr ja schon. Die Tür. Es ist kurz davor zu brechen. Wenn ich es mit den Boxen blockiere, könnte es ein bisschen mehr standhalten. Oh! Komm raus. Ah! Ah, Hilfe! Young Chul, who defended himself from Soyoung. Utilizing heavy boxes, got a close rescue from the police. Also Young Chul, der sich von Soyoung selbst verteidigte, also verteidigte halt, ne, konnte mit Hilfe der Boxen viel Zeit gewinnen halt, ne, und dann kam die Polizei halt zur Rettung. The case was broadcast as killer girl who suffered mental illness, which also told that the victim Oina was found as a robber corpse. So, das kennen wir ja schon. So, the final judgment, Soyoung was sentenced to 15 years of imprisonment. Okay, wieder 15 Jahre Gefängnis, was ich finde ich komplett, also sehr, viel zu wenig. On SNS, it was issued as Yandere murder case, even making a charity campaign for the victim Oina, but it ended without reaching the goal. So, also wir haben jetzt wieder so eine Charity gemacht, aber diesmal nur für die Oina, halt, weil sie das Opfer war. Und wieder ohne Erfolg. Young Chul stayed in the hospital for a few months. To take mental care, then lived a healthy life after. So, der Young Chul, der ist ein paar Monate im Krankenhaus gewesen wegen mentaler Krankheit, also mentale Pflege, so halt, ne? Weiß nicht, ob man das sagt so richtig. Und lebte danach glücklich. Ein gesundes Leben. Zweites Ende. Gerettet, also saved by worthless stuff, gerettet durch wertlosem Zeug. Die Kartons haben mich echt den Arsch gerettet, das stimmt. Das stimmt. Gut, das war bis jetzt das beste Ende. Aber kann man irgendwie die Oina retten? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil wir hatten keine so wirkliche Auswahlmöglichkeiten gehabt im Spiel jetzt. Also am Anfang meine ich jetzt.
Die waren anscheinend, die kommen ja erst jetzt so. Spiel halt, ne? Machen wir dasselbe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Spiel bis jetzt so ganz cool eigentlich. Ne, Moment, ich muss erstmal ein bisschen holen. So. Ich finde das Spiel bis jetzt ganz cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Jetzt hier, letztes Zimmer. Was passiert jetzt? Ja, nee, bringt nichts, wir sterben. Der hat hier nichts hier. Sterb! Ah! Sehr sportlich über den Stuhl gesprungen. Young Chul, who tried to. Oh, das ist sogar ein richtiges Ende. Okay. Young Chul, who tried to protect himself with less fortified door, couldn't even use his brick of self-defense and got mercilessly killed by Friendside Soyong. Also, der Young Chul, der versucht hat, sich zu verteidigen mit einer schwachen Tür oder durch eine schwache Tür, war nicht mal imstande gewesen, das Stein zu benutzen, um sich selber zu verteidigen und wurde, ja, gnadenlos getötet. The case was broadcast as Killer Girl who suffered mental illness. Also told that the victims Oina and Young Chul was found as a horrible corpse. Ja, diesmal wurden Oina und Young Chul als ja, verstümmelte Leichen gefunden. Police announced that they are searching traces of murderer Soyoung. On SNS it was a big issued as Yandere murder case, but after a few weeks it became cycled by other issues. Wie, wurde sie nicht der Wiffer gefasst oder was? Hab ich jetzt selber nicht verstanden. Like that, this brutal case was forgotten to people, resulting as a cold case. Ja, dieser Fall wurde vergessen. Halt, ne? Also sie ist damit durchgekommen. Mehr oder weniger. Das erste Ending. Horrible, merciless Ending. Ja. Schreckliches, gnadenloses Ende. Ja, das war das Spiel gewesen. Soweit. Ich gucke jetzt mal gerade noch was, eben was. Sekündchen. So, wir haben. Wir haben 6 Errungenschaften. Wir haben 6 Errungenschaften, ne? Aber es gibt 9 insgesamt. Das heißt, 3 Sachen fehlen mir noch. Aber was muss ich dafür machen? Wir haben hier einmal Wet Energy Bar, nasser Energie. Energieschock, also Energietafel, oder wie nennt man das? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Energy Bar. Energieriegel. Rest in Peace haben wir. Und Schattenassassine. Ich guck mal eben. Wo ist sie? Ob ich eventuell. Das ist auch wieder viel zu wenig Zeit, ne? Wir haben eine Energy Bar gefunden. Wird Energy Bar Errungenschaft freigeschaltet? Okay. Also nur weil wir jetzt die nasse Bar gefunden haben, halt mehr oder weniger, ne? Also die nasse Riegel. So. Okay. So, Shadow Assassin. Was muss ich machen für Shadow Assassin? Kann ich mich vielleicht im Bett verstecken? Mach mal folgendes, ich gehe mal hier rein jetzt als nächstes und. Weil man sieht, die geht hier hin. Kann ich vielleicht hier rüber abhauen? Oder durch einen Lüftungsschacht oder so?
Ich warte mal kurz ab und mal gucken, ob die mich gleich jagt. Okay, irgendwas. Ah, jetzt habe ich nur einen Schlüssel gefunden. Ja gut, das hat nichts gebracht. Mist. Okay. Rest in Peace und Shadow Assassin. Ich würde die gerne halt mitnehmen, wisst ihr? Jetzt für die Aufnahme. Ich mache mal eben kurz einen Cut. Und sehen wir das mal eben an, wie man die kriegt halt, ne? Weil sonst, ich kann mich jetzt hier ewig lange rumprobieren und so, das wird halt lange dauern, bis ich da irgendwie drauf komme. Deswegen, ich will das halt, dass ihr das auch seht hier bei mir auch in der Aufnahme und ich gucke das eben kurz nach, ne? Wir sehen uns gleich wieder, ne? Ja, hallo, da bin ich wieder. So, folgendes. Ich habe gründlich nachgeforscht. Den einen haben wir ja gerade bekommen, dieses Wet Energy Bar, also den feuchten Energy-Riegel. Den haben wir in der Badewanne bekommen, so. Dann hatten wir ja diesen Shadow Assassin gehabt, das Achievement. Der ist halt auch sehr unwichtig an sich. Der ist halt zum Anfang, bevor der erste Anruf kommt, dürfen wir keine Lichter anschalten. Dann kriegen wir das Achievement. So, nun, das wichtige Achievement, was ich jetzt wichtig finde. Es gibt ein alternatives Ende zum zweiten Ende. Und dafür brauchen wir weniger als 10 Stamina. Dann haben wir es geschafft. So, genau wie jetzt gerade. Jetzt muss ich die Tür zumachen. So. Okay, ich bin gespannt, was passiert. So, Don't Hide, Don't Hide, das kennen wir ja alles noch. Das ist ja alles noch so geblieben. Aber ich kann die Boxen nicht bewegen. Nein, sie kommt rein. Nein! Okay, ja gut, das war... Ja, alles klar, okay, das ist auch ein schlechtes Ende. Ich hab gedacht, der flieht dann irgendwie da durch einen Lüftungsschacht oder sowas oder durch eine Kanalisation. Ja gut. Hidden Ending. Unforeseen Weakness. So, versteck dich im Storage Room, während du mehr als 10 Stamina hast. Ja gut, diesen Tipp brauchst du mir nicht zu geben, den haben wir ja schon geschafft eigentlich, ne? Aber trotzdem, danke. Ja, Leute. Das war Alone. Wie ich schon vorhin sagte, einmal kurz. Ich fand's eigentlich ganz cool, das Game. Aber ich finde, man hätte da ein bisschen mehr draus machen können. Das Ding ist halt erstmal die Grundidee und sowas, die ist echt cool. Also wirklich, die war ganz gut gewesen. Aber ich finde, man hätte so ein bisschen mehr Story reinpacken können, so ein bisschen mehr Content reinbringen können, weil das ging schon recht schnell durch das Spiel halt, ne? Ich meine, es war von vornherein kurzes, ich wusste das halt, ne? Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass da ein bisschen mehr wäre, dass man jetzt zum Beispiel der erste Tag, du fängst, das Spiel beginnt gerade und du bist irgendwo in der Stadt oder irgendwie am Bahnhof oder sowas oder vor einer Shoppingmeile oder so halt, wisst ihr? Und wir treffen die Oina. Dann haben wir ein Date mit der, wisst ihr, wir lernen sie ein bisschen kennen, wir lernen unseren Charakter ein bisschen kennen. So, und haben halt so ein typisches Anime-Dating. Mehr oder weniger halt, ne? So, das ist so der erste Tag. Harmlos, kein Horror drin. Erstmal so richtig süß. Dass man halt die Charaktere auch kennt. So, ups, falscher Knopf. Dann irgendwie könnte man machen, so als zweiten Tag von wegen hier. Dann musst du halt deine Nachtschicht machen. Und dass wir das auch spielen, wisst ihr? Dass wenn wir zum Beispiel auf dem Weg sind zur Arbeit, dass wir so ein Gefühl haben, dass uns jemand stalkt oder sowas halt, ne? Und dann kommen wir bei der Arbeit an und da läuft auch alles drunter und drüber. Da fällt mal der Strom aus, dann müssen wir den Breaker suchen, wisst ihr halt. Oder wir kriegen irgendwie so einen Anruf und da antwortet einer nur so von wegen so, oder sowas halt, ne? Sowas in der Richtung hätte ich mir gewünscht. Und dass wir uns dann genau zu dem Punkt, wo wir jetzt in dem Spiel gerade waren, hinarbeiten.
Das fände ich ganz cool, wenn die das gemacht hätten halt, ne? Das wäre ganz geil eigentlich. So. Und was ich noch so ein bisschen zu bemängeln habe, und das Ding ist, ich bin an sich schon ein Horror-Game-Schisser, sag ich mal, ganz ehrlich. Halt, ne? Ich kann keine krassen Horror-Games zocken halt, ne? Ich kann sie nur gucken, so wie ihr. Habe ich kein Problem mit. Aber selber spielen, das ist immer so ein Ding. Aber nichtsdestotrotz hätte ich mir doch gewünscht, dass da ein bisschen mehr Horror drin wäre. Wisst ihr? Auch wenn du erwischt wurdest jetzt, also wo der Timer abgelaufen ist und die kommt halt rein, das war halt, oh ja, shit. Ne? Nicht geschafft. Weil da hätte ich mir eventuell einen krasseren Jumpscare gewünscht. Eventuell. Oder die hätten das so machen können, so wie wir es am Anfang hatten, dass wo wir uns in der Toilette einfach die Tür zugemacht haben, wo die dann im Raum dann so rumlief. Dass wir uns vor der verstecken müssen und oder an ihr vorbeischleichen müssen, dass sie uns halt sucht in einem Apartment oder in einer Wohnung, wisst ihr? Und dass wir an der vorbei müssen irgendwie. Das hätte man eventuell ein bisschen mehr, also den Horror ein bisschen mehr rausholen können, finde ich. Ich bin da kein Experte drin oder so halt, ne, aber da hätte ein bisschen mehr rein können. Da hätte wirklich ein bisschen mehr rein können. Naja, Leute, das war Alone. Nettes Minigame. So, wenn man ein bisschen Langeweile hat, ne? Dauert an sich wirklich weniger wie eine Stunde oder so, oder nicht mehr als eine Stunde, also wirklich. Also so ungefähr Stunde. Circa eine Stunde, plant da ein. So vielleicht auch ein bisschen weniger halt, ne? Es hat bei mir jetzt länger gedauert, weil ich halt für euch immer die Texte übersetzen musste oder wollte halt, ne? Deswegen, aber sonst so wirklich, also das dauert nicht lange, das Spiel. Holt's euch, spielt selber, macht mal die Erfahrung, ne? Gucken ist mal ein Ding, selber spielen ist ein völlig anderes Niveau, also. Naja, Leute, ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ciao!